Guten Tag, mein Name ist Marek Miara und ich darf heute etwas über Wärmepumpen erzählen. Besonders über Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Das, was Sie auf dem Bild sehen, ist übrigens ein Bild, was hier in dem Labor aufgenommen wurde. Das ist ein Prototyp von einer Wärmepumpe, die wir auch selber entwickelt haben, die genau für Bestandsgebäuden gedacht ist. Und die ist in der Lage, mit sehr wenig Kältemittel, also Flüssigkeit, die da drin fließt, ein ganz normales Haus zu beheizen. Wenn wir über Wärmepumpen in dem Bestand reden, dann lässt sich das letztendlich auf zwei Fragen reduzieren. Auf, ist es möglich und ist es sinnvoll? Wenn wir die zwei Fragen beantwortet haben mit Ja, dann ist alles in Ordnung. Bei ist es möglich, kommt die erste Frage, vielleicht ein bisschen kolloquial gestellt, wird die Bude warm? Also wird das Haus warm mit der Wärmepumpe? Und ein bisschen abgeleitet, schafft die Wärmepumpe die notwendigen Vorlauftemperaturen oder die Heizkreistemperaturen, die notwendig sind, um die Bude, um das Haus warm zu bekommen? Oder noch direkter gefragt, geht das auch mit Heizkörper? Ich höre sehr oft, dass die Wärmepumpe ausschließlich mit Fußbodenheizung arbeiten können. Das stimmt nicht. Die können auf jeden Fall auch mit Heizkörper arbeiten. Das ist das Prinzip, was gesagt wird, dass die Fläche besonders groß sein muss, um die Vorlauftemperatur zu senken. Und das führt oft dazu, dass gesagt wird, ohne Flächenheizung, also ohne Fußbodenheizung geht es nicht. Genau, so wird gesagt. Zum Glück stimmt das nicht. Zum Glück, weil wir sehr viele Wärmepumpen in der Zukunft auch in Bestandsgebäuden brauchen. Bei ist es sinnvoll, gibt es unterschiedliche Perspektiven, aber die zwei häufigsten Perspektiven ist eine ökologische Perspektive und die hat sich zum Glück schon so gut wie erledigt. Also mit dem heutigen Strommix heizen die Wärmepumpen wirklich sehr ökologisch. Und dann die ökonomische Perspektive. Bei ökonomischer Perspektive ist die Lage gerade höchst dynamisch. Ich werde das später dazu noch etwas mehr sagen. Wir haben über Theorie gesprochen. Was wichtig interessant ist, sind die Ergebnisse aus den Feldmessungen. Wir machen diese Messungen schon seit 20 Jahren. Vier große Felduntersuchungen haben wir schon abgeschlossen. Wir haben mehr als 300 Wärmepumpenanlagen in ganz normalen Häusern untersucht. Das waren Wärmepumpen, die man ganz normal auf dem Markt kaufen kann. Wir haben mit Neubau angefangen und jetzt untersuchen wir eigentlich nur Bestand, weil Neubau, ja, kann man sagen, langweilig für uns ist. Die Wärmepumpen laufen einfach dort gut. Im Bestand ist das noch ein bisschen spannend, obwohl auch dort haben wir mehrmals nachgewiesen, es geht. Also es gibt auch mehrere Häuser, die Sie untersucht haben im nicht sanierten Bestand. Wie viele sind das in etwa? So ist es. Ich würde sagen, von diesen 300 haben wir 150 Anlagen, Häuser im Bestand vermessen. Und die Bestandshäuser sind wirklich sehr heterogen. Von Häusern, die überhaupt nicht saniert, bis Häuser, die sehr gut saniert sind. Und wir haben die ganze Bandbreite getestet. Wir haben mehrere Häuser, 20, 30, die überhaupt nicht saniert wurden. Restliche Häuser waren entweder nur ein bisschen saniert oder auch vollständig saniert. Und die zwei Wärmequellen, die wir meistens untersucht haben, war die Wärmequelle Luft und Wärmequelle Erdreich. Nicht deswegen, weil wir die anderen Wärmequellen nicht mögen, sondern deswegen, weil die rein statistisch eine große Bedeutung haben. Und alle Anlagen, die wir untersucht haben, mussten sowohl Warmwasser bereitstellen als auch für Heizzwecke dienen. Und wenn wir uns auf dem letzten Projekt konzentrieren, der Titel des Projektes war Wärmepumpen Smart im Bestand, weil wir dort auch gewisse Aspekte von Smart Grid untersucht haben, aber letztendlich haben wir uns auf die Effizienz von Anlagen im Bestand konzentriert, dann kann man sagen, haben das bei Luft-Wasser-Wärmepumpen aus 100% Strom kriegen wir 310% im Schnitt Wärme. Wenn wir über die Effizienz der Wärmepumpe reden, dann ist das eine jährliche Effizienz von 3,1. Das bedeutet, aus einer Einheit elektrischer Energie bekommen wir über 3 Einheiten Wärme. Das gilt jetzt für alle Wärmepumpen, die Sie untersucht haben, über alle 300 Gebäude. Das ist der Schnitt. Nein, das ist der Schnitt aus dem letzten Projekt im Bestand. Das sind Anlagen ausschließlich im Bestand. Das sind etwa 20, 25 Anlagen, die wir mit Luft als Wärmequelle untersucht haben. Und waren diese Gebäude saniert oder nicht saniert? Ganz unterschiedlich. Von Häusern, die überhaupt nicht saniert wurden, bis Häusern, die saniert wurden. Das ist eine bunte Mischung. Interessant, ich werde das auch später zeigen, wenn wir diese Zahlen vergleichen mit Zahlen, die wir im Neubau vor 15 Jahren erreicht haben, dann hat sich gezeigt, dass es sogar besser war. Bei Erdreichanlagen ist das noch besser, weil dort die Wärmequelle besser ist, aus 100%
Strom kriegt man dort über 400% Wärme. Und das ist die Effizienz von 4,1. Weil hier die Umweltwärme nachhaltiger ist, weil sie aus dem Erdreich kommt. Die ist besser, die Temperaturen von dieser Quelle sind besser. Auch im Winter aus dem Erdreich kommen kaum Temperaturen unten null. Und die Wärmepumpe, die Luftwasser als Wärmequelle nutzt, muss auch und kann auch mit Temperaturen unter Null arbeiten. Also Sie haben 30 Gebäude im Bereich Luft-Wasser-Wärmepumpen untersucht und 30 Bestandsgebäude im Bereich Sohle-Wasser-Wärmepumpen. In dem konkreten Projekt ja. Ja. Die Mittelwerte aus allen anderen Projekten, die ich früher angesprochen habe, sind etwa gleich. Also man hat gesehen, dass die Technologie sich verbessert hat. Ja. Und mit jedem nächsten Projekt vermessen wir im Schnitt und auch bei der Bandbreite bessere Zahlen, aber die wiederholen sich so ungefähr. Wenn ich ein Zwischenfazit ablegen darf, dann kann man eindeutig sagen, dass die Wärmepumpen nicht nur für Neubau geeignet sind, sondern auch für Bestand. Auch dort können die Wärmepumpen effizient arbeiten. Die mittlere Effizienz, und das ist das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, von heutigen Wärmepumpen im Bestand sind sogar besser als die Wärmepumpen, die wir im Neubau untersucht haben, weil die Technologie sich verbessert hat und auch die Installationskultur sich auch verbessert hat in der Zukunft. Und was auch sehr wichtig ist für die Endnutzer, es gibt schon heute viele verschiedene Produkte auf dem Markt, die wirklich nahezu alle denkbaren Anforderungen erfüllen können. Also auch bei Häusern, die eine gewisse Herausforderung für die Wärmepumpe darstellen, kann man gewisse Produkte finden, die auch diese Anforderungen in der Lage sind zu befriedigen. Die Objekte, die Sie gefunden haben, sind die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt oder sind das Gebäude gewesen, von denen Sie wussten, das ist von Installateuren installiert worden, die ihr Handwerk beherrschen in diesem Bereich? Man könnte so denken, aber die Bandbreite von Ergebnissen zeigt, dass es eigentlich nicht so war. Okay. Also es gab natürlich auch sehr gute Anlagen, die wir dort untersucht haben, aber es gab auch wirklich nicht gut durchgeführte Installationen. Deswegen sind die für mich schon repräsentativ, weil die komplette Bandbreite zeigen. Gut, wir werden jetzt über Anlagen reden, die ausschließlich Luft-Wasser-Wärmepumpen sind, also Wärmepumpen, die Wärmequelle Luft nutzen und dann uns Gedanken über Wärmeübertragesysteme machen. Wärmeübergabesysteme, das ist das, was die Wärme an die Räume übergibt und das können entweder Fußbodenheizungssysteme sein oder Heizkörper. So eine Grafik, die zeigt zuerst viele bunte Punktchen und diese bunten Punktchen symbolisieren unterschiedliche Systeme. Einmal ist das in Orange Heizkörpersysteme, in Blau Fußbodenheizungssysteme und es gibt noch eine Gruppe von gemischten Systemen. Und die Abhängigkeit ist so dargestellt, dass wir auf einer Achse die jährliche Effizienz von Anlagen haben, mit sinkender Effizienz nach unten und eine steigende Heizkreistemperatur. Das sind die Tageswerte, die maximale Tageswerte, die wir gefunden haben für diese Anlagen. Anders gesagt, wir haben einfach geguckt, wann war der kälteste Tag für die Wärmepumpe und für diesen Tag haben wir diesen mittleren Vorlauftemperatur ermittelt. Was man hier sehen kann, ist zuerst, dass die Physik grob funktioniert. Also je kälter bzw. je höher die Vorlauftemperaturen, tendenziell desto schlechter ist die Effizienz. Das ist nichts Neues. Aber wenn wir uns zwei Bereiche zuerst anschauen, einmal der Bereich der Effizienz zwischen 3 und 4, das ist eigentlich die Effizienz, die uns interessiert und die am meisten vorkommt, dann sehen Sie ganz unterschiedliche Farben, also alle drei von diesen Punktchen. Es gibt sogar einige Systeme mit Heizkörper, die sogar besser sind als die Anlagen mit Fußbodenheizung. Das heißt, in diesem Bereich finden Sie wirklich bunt gemischt alle möglichen Systeme. Das ist auch ein Beweis, dass per se man nicht sagen kann, dass die Systeme mit Fußbodenheizung immer besser oder immer schlechter sind als Systeme mit Heizkörper. Waren das Heizkörper, die direkt auf die Wärmepumpe angepasst waren? Waren die vergrößert worden oder waren das die Heizkörper, die vor Ort einfach vorgefunden wurden? Ganz unterschiedlich. Wir haben wie bei dem Bestand unterschiedliche Sanierungsstandards. Auch bei Heizkörper haben wir viele Anlagen mit Heizkörper, die damals installiert wurden und auch einige Häuser, die extra Heizkörper für die Wärmepumpen ausgetauscht haben. Das ist auch die Realität. Und das zeigt auch, dass es auch möglich ist, auch Heizkörper gegen Heizkörper zu wechseln. Es reicht auch oft, in ein paar Räumen zwei, drei Heizkörper zu wechseln. Und damit kann man auch die Vorlauftemperatur so stark absenken, dass die Effizienz der Anlage gut ist. Das heißt einfach eine vernünftige Heizlastberechnung im Vorfeld und dann geht es? Genau, man muss sich einfach Gedanken machen, wenn man sich die Gedanken gemacht hat und bei Bedarf auch gewisse Aktivitäten unternommen hat, dann geht es auf jeden Fall. Und die zweite Gruppe von Wärmepumpen, die ich zeigen wollte, zeigt jetzt dieser Viereck.
Das ist interessanterweise eine Temperatur, eine vergleichbare Temperatur, ungefähr 48 Grad, diese maximale Temperatur. Aber Sie sehen eine große Bandbreite an der Effizienz. Mhm. Und das bedeutet, dass die Vorlauftemperatur allein nicht allein entscheidend ist für die Effizienz. Es gibt noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel diese schlechteste Anlage in dem Fall war wirklich auch eine sehr schlechte Anlage von der Technik her. Es gibt eine ganz große Bandbreite, so ähnlich wie bei Autos. Bei Mercedes haben sie eine A-Klasse und eine S-Klasse. Und genauso ist es auch bei Wärmepumpen. Die unterschiedliche Qualität, energetische Qualität von Wärmepumpen ist auf dem Markt wirklich ganz unterschiedlich. Und bei denen, die eine schlechte Effizienz geliefert haben, waren die einfach nur schlecht installiert oder waren die grundsätzlich von minderer Qualität? Dass die falsch gebaut ist, kann auch sein. Dass die falsch gelaufen ist, kann auch sein. Aber dass sie einfach per se nicht besonders gut war, kann es auch sein. Und das ist auch die Verantwortung sowohl des Installateurs als auch den Endnutzer, sich die Gedanken zu machen, was für ein Produkt kaufe ich. Also Wärmepumpe ist nicht gleich eine Wärmepumpe, es gibt eine große Bandbreite. Aber man kann sagen, dass die, die wirklich mit der Effizienz sehr schlecht sind, fast eher Ausreißer sind, oder? Ganz genau. Also Anlagen, die wirklich unter drei liegen, das sind nur ein paar. Ja. Und das ist auch eine sehr gute Nachricht für die Endnutzer. Auch wenn nicht alles rund läuft, sehen Sie hier auch in Bestandsgebäuden eine große Masse von Anlagen, die oberhalb von 3,0 effizienztechnisch liegen. Und das sind, nochmal betont, das sind ausschließlich Luftanlagen, also Luftwasseranlagen. Wenn wir die Wärmequelle Erdreich dazu nehmen hätten, hätten wir noch ein anderes Bild gehabt. Die ganze Effizienz hätten wir noch deutlich oberen gehabt. Mit Wärmepumpen verbunden und auch verbunden mit vielen Vorurteilen sind die sogenannten Heizstäbe. Das ist einfach eine zusätzliche Heizung, die in jede Wärmepumpe eingebaut ist. Das ist ein elektrisches Heizelement, der die Wärmepumpe bei Bedarf unterstützen kann oder auch muss. Jetzt sehen wir die Ergebnisse aus allen 300 Anlagen, so ganz grob. Deswegen hier aus allen Projekten habe ich einfach alle Luftwärmepumpen zusammengetan. Wissenschaftlich ist das nicht ganz sauber, über so unterschiedliche Anlagen die Mittelwerte zu bilden. Aber trotzdem habe ich einfach bei allen Anlagen gesucht, wie viel Strom von diesen 100% haben die Heizstäbe tatsächlich gebraucht. Und das hat sich gezeigt, dass im Schnitt haben die nicht mehr als 3% gebraucht. Das ist ganz wenig, das ist vergleichbar mit der Regelung und Steuerung der Wärmepumpen. Und noch dazu, es hat sich das gezeigt, dass ungefähr 50% von diesen knapp 120 Luftanlagen überhaupt keinen Heizstabbetrieb gesehen haben. Das gilt für alle Wärmepumpen, alle Luftwasserwärmepumpen? Alle Luftwasserwärmepumpen. Wenn wir über Erdreichanlagen reden, dann sind die Zahlen noch deutlich kleiner. Da liegen wir bei 1,2%. Und bei 75% der Anlagen haben die Heizstäbe überhaupt nicht gearbeitet. Und jetzt bei dieser Grafik kriege ich oft eine Bemerkung, ja, Sie haben bestimmt eine warme Heizperiode erwischt. Und ich sage dazu, wir haben seit 15 Jahren nur warme Heizperioden erwischt. Also alle Anlagen, alle Projekte, die wir bis jetzt durchgeführt haben, haben gezeigt, dass die Wärmebedarfe in Deutschland generell einfach nach unten gegangen sind. Oder anders gesagt, einfacher, es ist nicht so kalt wie früher. Ja. Zum Glück haben wir tatsächlich im Februar 2021 zwei sehr kalten Wochen erwischt. Und ich freue mich, weil dann könnten wir etwas untersuchen, was oft befürchtet wird. Was passiert, wenn die Wärmepumpe tatsächlich in diesen sehr, sehr kalten Momenten arbeiten muss? Und wie kalt das war, zeigt einen Vergleich. So kalt wie in diesen zwei Wochen war nur 5 Monate in den letzten 50 Jahren in Deutschland. Also repräsentativ kalt. Ja. Und wenn die Wärmepumpen gearbeitet haben, in 20 Luftwärmepumpen, die wir hier untersucht haben, mussten die im Schnitt mit knapp -4 Grad Celsius arbeiten. Und dann bei diesen Bedingungen, wenn wir nur diese zwei Wochen betrachten, haben die Wärmepumpen eine Effizienz von 2,3 erreicht. Bei diesen sehr kalten zwei Wochen. Und die Bandbreite war auch interessant. Die beste Anlage von diesen 20 oder eigentlich von 17 Anlagen, drei besten Anlagen in drei besten Häuser habe ich nicht berücksichtigt, um das Bild nicht künstlich nach oben zu treiben oder zu verfälschen. Die beste Anlage von 17, die wir hier untersucht haben, hat sogar in diesem Moment 2,8 erreicht, was schon für eine Luftwärmepumpe im Bestand wirklich sehr gut ist insgesamt. Und das war nur in diesen kalten Wochen. Die schlechteste Anlage hat einen doppelten Pech gehabt, kann man sagen. Erstens war sie installiert in einem Ort, der nicht -4 im Schnitt gehabt hat, sondern über -10. Das war wirklich kalt.
Und zweitens, das war die schlechteste Anlage, die wir im Feld gehabt haben, von dieser energetischen Qualität, die ich früher auch erwähnt habe. Und trotzdem hat die Wärmepumpe auch 1,6 geschafft von der Effizienz. Und zwar auch mit dem Heizstab dazu berechnet. Ja. Und interessant war auch, dass von diesen 20 Anlagen nur 5 Anlagen, auch bei diesen kalten Wintertagen, nur 5 Anlagen überhaupt mit dem Heizstab gearbeitet haben. Das heißt, soll der Heizstab bei diesen Anlagen mithelfen, genau, dann wurde diese 1 Effizienz mit berücksichtigt und als Ergebnis sind 2,3 im Schnitt. Und das ist auch gut so. Also für solche speziellen Momente sind die Heizstäbe auch gedacht. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Man sieht auch an dem Beispiel, dass die meisten Wärmepumpen wahrscheinlich auch überdimensioniert sind, weil auch bei diesen Temperaturen mussten die Heizstäbe überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist auch für tiefe Temperaturen geeignet. Das zeigt auch das Beispiel oder das Bild, dass die meisten Wärmepumpen in Europa in Skandinavien installiert sind. In Norwegen, in Schweden, in Finnland. In Norwegen installiert man ungefähr 45 Wärmepumpen pro 1000 Einwohner. In Deutschland nicht mal 4. Verstehe. Das heißt also, in Skandinavien werden 10-mal so viel Wärmepumpen pro Jahr installiert, also mehr als 10-mal so wie in Deutschland. Pro Einwohner. Ja. Nicht in absoluten Zahlen, weil man deutlich, deutlich weniger Bewohner hat. Aber auf jeden Fall sind die Märkte sehr, sehr stark. Ja. Ist das irgendwie zu erklären? Es ist zu erklären, natürlich. Geschichtlich ist das zu erklären. Die haben deutlich früher angefangen damit. Die haben auch schon damals deutlich grüneren Strom gehabt. Man hat schon damals auch sehr viel mit Strom geheizt. Das war nichts Schlimmes. Und jetzt versucht man einfach, diese Stromheizung durch deutlich effektivere Technik, Wärmepumpen, zu ersetzen. Und deswegen installiert man dort auch sehr viele Wärmepumpen. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, ja, in einem Haus, das eindeutig nicht saniert wurde. Ja. Und ich habe das Haus nicht gewählt, weil mir die Fassade besonders gefällt, sondern weil das Haus wirklich sehr alt ist. Mit einem sehr hohen Heizenergieverbrauch. Also bei diesem Heizenergieverbrauch von 210 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr musste man sich eigentlich die Frage stellen, soll ich es nicht zuerst sanieren? Ja. Und ich würde sagen, auf jeden Fall wäre es besser. Aber manchmal rein von der Reihenfolge geht das nicht. Deswegen war das nichts Schlimmes, zuerst eine Wärmepumpe zu installieren. Und wie es sich gezeigt hat, hat die Wärmepumpe, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Effizienz von 3,0 in dem Haus erreicht. Bei dem Haus hat man die Heizkörper ausgetauscht und tatsächlich spezielle Heizkörper für die Wärmepumpen installiert. Aber die haben auch genauso gepasst wie frühere Heizkörper. Einfach eine andere Art und Weise, die Heizkörper zu betreiben. Und bei dem Haus, wo man nur die Fenster ausgetauscht hat und bei der Installation der Wärmepumpe die Heizkörper, hat die Luftwärmepumpe so gute Zahlen erreicht. Die Wärmepumpen können nicht nur in Einfamilienhäusern arbeiten, sondern in Mehrfamilienhäusern. Alle Häuser, die Sie auf dem Bild sehen, und arbeiten mit Wärmepumpen. Und was auf dem Bild zu erkennen ist, hoffe ich mindestens, dass die Häuser ganz unterschiedlich sind. Bei Einfamilienhäusern ist die Heterogenität deutlich höher. Entschuldigung, Homogenität deutlich höher als bei Mehrfamilienhäusern. Und das ist gleichzeitig eine Chance für die Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, weil man für unterschiedliche Typen von Häusern unterschiedliche Lösungen anbieten kann, aber auch eine Hürde, weil man keine Standardlösungen hat. Und daran arbeiten wir, dass wir wirklich für Mehrfamilienhäuser auch deutlich standardisiertere Lösungen entwickeln und haben werden. Ein paar Beispiele kann man auch hier auf der Karte sehen. Gern kann ich auch den Link hier empfehlen. Jeder, der sich dafür interessiert, kann sehen, wie die Wärmepumpen dort installiert wurden und so weiter und so weiter. Und gerade diese internationalen Beispiele zeigen wirklich den Vielfalt von Möglichkeiten. Das heißt, auf dieser Webseite kann man sich genau darüber informieren, über diese Mehrfamilienhausprojekte mit Wärmepumpen. Genau, im und dort Einzelnen kann man sowohl unterschiedliche Lösungen von Mehrfamilienhäusern sehen, sowohl von der theoretischen Seite, als auch umgesetzte Projekte sich anschauen. Wenn man die Kosten überlegt, dann gibt es natürlich auch bei jeder Heiztechnik zuerst die Investitionskosten und dann auch die Betriebskosten. Die Investitionskosten werde ich hier nicht betreiben, weil die sind zum Beispiel durch Förderung zu beachten. Nichtsdestotrotz, die Wärmepumpen zu installieren zurzeit ist auf jeden Fall teurer als andere Technologien, wie zum Beispiel Gas. Hoffentlich wird sich das in der Zukunft ändern. Aber für die Endnutzer in dem Fall habe ich eine Betriebskostenanalyse vorbereitet. Ja.
Was diese Grafik zeigt, sind, wie die Kosten für die unterschiedlichen Energieträger sich entwickelt haben. Und wir sehen wirklich eine riesige Fluktuation. Der Peak hier ist natürlich mit dem Krieg verbunden. Aber auch das, was hier sichtbar ist, der Gaspreis ist auf einem ziemlich hohen Level geblieben und gerade wächst er noch weiter. Das sind die Zahlen von 27. Juni 2022. Der Strompreis ist auch gestiegen damals und jetzt ist er kontinuierlich nach unten gegangen. Also eine Geschichte, die wirklich sehr dynamisch sich entwickelt. Für die Zukunft ist es sehr schwierig zu sagen, wie absolut, also wie werden die Zahlen sein. Was man aber vorhersehen kann, wahrscheinlich wird der Gaspreis eher höher bleiben als in früheren Jahren. So günstigen Gas wie damals werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und bei Strompreis lässt sich auf jeden Fall auch deutlich mehr machen. Man kann eigene Photovoltaik nutzen und dann wird der Strompreis für die Wärmepumpe auch günstiger und so weiter. Gut, es wird ja auch eine politische Regelung geben in dem Bereich, genau. Gerade für Wärmepumpen sicherlich. So ist es. Also mit Wärmepumpentarifen wurde schon früher gearbeitet. Es kann sein, dass man spezielle Steuerermäßigungen haben wird und so weiter, wenn man tatsächlich so viel Wärmepumpen in Zukunft haben wird. Vor allen Dingen, wenn man den Verbrauch der Wärmepumpe dann auch noch zeitlich flexibilisieren kann, kann man davon ausgehen, dass es dann in diesen Zeiten günstigeren Strom geben wird. Man kann auch diese Flexibilisierung auch monetisieren. Also wenn jemand die Wärmepumpe intelligent nutzt und sagt, okay, ich werde nur dann heizen, wenn es günstig ist, ja, aus Sicht des Energiesystems, dann kann ich vielleicht mit günstigen Preisen rechnen. Ja. Ich habe auch hier ein Beispiel mitgebracht über die monatlichen Kosten. Das ist ein Haus mit 150 Quadratmeter Heizfläche. Ein durchschnittlicher Standard, energetischer Standard, 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Ja, man kann sagen, das ist teilsaniert. Die Effizienz der Wärmepumpe ist eher konservativ gewählt mit 3,0. Mhm. Wir haben früher gelernt, bei Erdreichanlagen ist das schon bei 4. 3,0, das ist sogar unterhalb der Mittelwerten, die wir ermittelt haben. Gaskessel mit 90% Wirksamkeit oder Effizienz. Mhm. Und die Preiseinschätzung basiert auf Preisen von heute, also Ende Juni 2022. Und in dieser Tabelle habe ich eine Variation gemacht von zwei unterschiedlichen Preisen. Mhm. Einen moderaten Preis und einen Hochpreis, so jeweils für Gas und für Strom. Diese Tabelle zeigt diese Variation. In der ersten Linie Strompreis und dann Gaspreis. Und wenn Sie die blauen Pfeilen sehen, dann in diesen Fällen sind beide Preise als moderat zu bezeichnen. Zum Beispiel mit 25 Cent pro Kilowattstunde Strom und 15 Cent Gas pro Kilowattstunde Wärme. Und hier rechts sind dann nicht die Kosten pro Monat, sondern die Ersparnisse pro Monat. Wärmepumpe gegenüber Gas ausgerechnet. Ja. Sollten die Preise also beide moderat bleiben, dann haben wir 125 Euro Vorteil für die Wärmepumpe gegenüber Gaskessel. Wenn wir uns mit Preisen von heute beschäftigen, das ist übrigens auch der ungünstigste Fall für die Wärmepumpe, weil der Strom einen höheren Preis hat in dieser Übung und der Gaspreis ist moderat, dann trotzdem sind die Vorteile für den Endnutzer 75 Euro pro Monat. Das heißt, das ist deutlich über 800 Euro pro Jahr Wärmepumpe gegenüber Gaskessel mit diesen Preisen. Wir haben aber auch natürlich Herausforderungen für die Zukunft. Bei Herausforderungen gibt es zuerst technische Herausforderungen, die wir auf jeden Fall noch vor der Brust haben. Mehr Standardisierung ist notwendig, meiner Meinung nach. Wir haben zurzeit auf dem Markt wirklich eine ganz große Bandbreite von Produkten. Die Installatoren mussten auch die ganz unterschiedlichen Produkte zuerst lernen, um die richtig zu installieren. Ich glaube, in der Zukunft werden wir deutlich weniger Produkte haben und deutlich standardisierter. Was dann wahrscheinlich auch die Kosten senken wird. Natürlich, klar. Ja. Das ist auch die Standardisierung. Aber das wird auch mit den Stückzahlen kommen. Wenn wir tatsächlich so viel produzieren werden, wie wir produzieren mussten, dann werden die Preise automatisch auch runtergehen. Wir haben auch die ganze Thematik von Kältemittel. Kältemittel, das ist diese Flüssigkeit, die in der Wärmepumpe fließt. Mhm. Es gibt einen Trend oder auch ein Bedarf von sogenannten Low GWP, also niedrig Global Warming Potential Kältemittel. Es geht auch ein Trend zu natürlichen Kältemitteln, wie zum Beispiel Propan.
Jetzt stehen wir hier in einem Labor und gerade hier entwickeln wir diese Propanwärmepumpen. Aber auf jeden Fall, das ist ein Thema, was die Hersteller auch beschäftigt. Bieten solche Low-GWP-Kältemittel auch einen technischen Vorteil? Kann die Jahresarbeitszahl dadurch erhöht werden? Es hat zum Beispiel, der Propan als Kältemittel hat einen Vorteil, nicht nur von der Effizienz. Effizienz kann tatsächlich ein bisschen höher sein, aber nicht signifikant. Aber mit diesen Kältemitteln wie Propan kann man auch höhere Vorlauftemperaturen erreichen, die genau für die Bestandsgebäude gut geeignet sind. Also das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Wir werden in der Lage, höhere, falls notwendig, höhere Vorlauftemperaturen bereitzustellen mit einem Kältemittel, der deutlich besser für die Umwelt ist. Wir haben auch ein Thema von Plug and Play. Und das ist auch mit der einfachen Installation verbunden. Nicht nur Standardisierung, sondern die Geräte an sich sollten deutlich einfacher sein. Ich glaube, für die Zukunft werden wir auch deutlich mehr künstliche Intelligenz nutzen. Also wir wissen nicht, wie die Handys arbeiten. Die sind auf jeden Fall sehr komplex, aber sehr einfach zu bedienen. Und das wünsche ich mich auch bei Wärmepumpen. Wird das machbar sein, da nun wirklich jeder Altbau ja im wahrsten Sinne des Wortes seine eigene Geschichte hat? Wird das gehen? Ich glaube schon. Also sozusagen der Traum wäre, dass jeder Endnutzer eine eigene Wärmepumpe selber installieren kann. Ob wir tatsächlich so weit kommen werden, das weiß ich noch nicht. Wir arbeiten in diese Richtung. Aber auf dem Weg werden wir auf jeden Fall ein paar Stationen haben, die zeigen werden, dass die Wärmepumpe deutlich schneller und deutlich einfacher zu installieren ist. Und durch die Intelligenz, durch die künstliche Intelligenz, werden wir auch in der Lage zu analysieren, wie die Wärmepumpe letztendlich läuft und sich zum Beispiel selbst optimieren kann. Verstehe. Also das heißt, eine Art lernendes System in das Haus einbauen. Genau. Das machen wir auch schon bei anderen Systemen, bei größeren Systemen. Mhm. Bei Einfamilienhäusern hat sich das einfach oft nicht gelohnt. Mhm. Aber in der Zukunft wird das auch wichtig sein. Und die Wärmequellenanschließung, also zum Beispiel bei Luft, die Schaltthematik, da sehen wir auch sehr viel Bewegung. In den letzten Jahren haben die Hersteller sehr viel in diese Richtung getan. Es gibt auch bei der Effizienz eine große Bandbreite von Produkten, die sehr leise sind, und von Produkten, die eher lauter sind. Da muss man auch aufpassen, was für ein Produkt man kauft. Das sind die technischen Systeme, aber es gibt noch eine zweite Gruppe von Herausforderungen. Ich habe die genannt, Geschwindigkeit gerecht zu werden. Das, was jetzt benötigt wird, das, was wir wollen, ist wirklich sehr, sehr schnell diese Zahlen zu erreichen. Und kurzfristig sehen wir auf jeden Fall Lieferprobleme bei Geräten, auch bei Komponenten. Verbunden auch noch dazu mit Handwerkkapazitäten, die auch begrenzt sind. Jetzt, wenn jemand eine Wärmepumpe installieren will, muss er leider eine Weile warten, bis das überhaupt passiert. In der Zukunft brauchen wir natürlich diese Zeiten zu verkürzen, weil sonst werden wir nochmal diese Zahlen nicht erreichen. Welche gesetzlichen Hemmnisse gibt es? Die gesetzlichen Hemmnisse gibt es vor allem bei Regeln, Genehmigungen. Also eine Solewasserwärmepumpe, Erdreichwärmepumpe genehmigt zu bekommen, dauert. Es dauert auch noch unterschiedlich, je nach Bundesländer. Also auch dort eine gewisse Standardisierung oder eine Vereinheitlichung von Gesetzen ist auf jeden Fall notwendig. Das sind die Herausforderungen. Und jetzt sind wir schon fast am Ende des Vortrages gekommen. Ich würde auf fünf wichtigsten Sachen hinweisen wollen. Erstens, die Wärmepumpen sind wirklich vielseitig einsetzbar. Man kann die nicht nur in Einfamilienhäuser, sondern auch im Bestand, auch in Mehrfamilienhäuser, auch in der Industrie einsetzen. Was das Wichtigste ist, aus meiner Perspektive auch zu verstehen, aus technischer Sicht gibt es schon heute kaum Gründe, Wärmepumpe in Bestandsgebäuden nicht einzusetzen. Man kann fast jedes Altbau so anpassen, wenn es überhaupt notwendig ist, dass man eine Wärmepumpe dort installiert. In vielen Bestandsgebäuden kann man jetzt ohne große Umbaumaßnahmen, ohne Sanierung die Wärmepumpe gleich installieren und die wird funktionieren und die wird arbeiten. Natürlich ist es immer besser, die Sanierung zu tun, aber es ist keine Voraussetzung, um eine gute Effizienz der Wärmepumpe zu erreichen. Von den Bestandsgebäuden, wie viel Prozent der Gebäude müssten in etwa angepasst werden, saniert werden, damit eine Wärmepumpe einsatzfähig ist? Es ist natürlich sehr schwierig, genau zu sagen, aber ich würde sagen, bei Hälfte der Gebäude, die wir in Deutschland haben, bei Bestandsgebäuden kann man die Wärmepumpe problemlos einbauen. Bei weiteren 30-35% mit leichten Anpassungen oder mit Überlegungen, was kann man da noch verbessern. Vielleicht muss man da in einem oder zwei Räumen Heizkörper austauschen. Und dann bleibt noch 20 vielleicht Prozent von Häusern,
wo man wirklich nachdenken muss. Auch für diese Häuser bin ich fest davon überzeugt, gibt es Wärmepumpensysteme, Wärmepumpenlösungen, aber um dort die Wärmepumpe zu installieren, muss man zuerst sich Gedanken machen. Aber es gilt nicht die Regel in einem Altbau, wenn ich dort einbauen will, dass ich so ein Haus erstmal kernsanieren muss. Diese Regel gilt nicht. Bei den meisten oder bei vielen ist es ohne große Baumaßnahmen möglich. Auf keinen Fall. Also auf keinen Fall ist das so, dass man ein Haus zuerst komplett sanieren muss, um eine Wärmepumpe erfolgreich laufen zu lassen. Das haben wir nachgewiesen bei mehreren Studien. Nicht nur bei uns sind die Studien gelaufen, auch in der Schweiz ist auch eine große Studie zu Wärmepumpen in Bestandsgebäuden gelaufen. Und auch die sind zufällig auf fast identische Ergebnisse gekommen wie wir. Auch vor Bestandsgebäuden, die auch nicht saniert sind, sind die Wärmepumpen in den meisten Fällen geeignet. Und das will ich nochmal betonen, weil das wird wirklich sehr, sehr oft als Vorwurf oder als Vorurteil benutzt. Die Wärmepumpen können auch mit Heizkörper arbeiten. Die Wärmepumpe allein weiß nicht, ob sie mit Heizkörper oder mit Fußbodenheizung arbeitet. Die ist in der Lage, auf jeden Fall auch mit Heizkörper zu arbeiten. Es gibt natürlich unterschiedliche Sorten von Heizkörper. Je besser die Heizkörper für Niedertemperatur Wärme vorbereitet sind, geeignet sind, desto besser auch für die Wärmepumpe, für die Effizienz. Keine Frage, das ist einfach die Physik. Aber es ist möglich und es ist auch anwendbar. Die kurzfristige Herausforderung, die ich sehe, ist eher nicht die Technik, sondern wirklich die Geschwindigkeit der Umsetzung. Das, was die Politiker jetzt wollen, so schnell zu erreichen, vielleicht auch deswegen, weil sie ein paar Jahre verschlafen haben, ist einfach Herausforderung, um so viele Wärmepumpen so schnell zu installieren. Aber das ist nicht die Technik. Und die heutigen Energiepreise machen die Wärmepumpen auch sehr attraktiv, auch für die Endnutzer. Das verschärft gewissermaßen die Situation, weil die Endnutzer sehen, das lohnt sich. Deswegen wollen die jetzt auch nicht nur die Politik, sondern die Endnutzer. Und auch deswegen brauchen wir wirklich fähige Installateure, die das in großem Maß installieren werden. Das war zum Mitnehmen. Am Ende muss ich auf jeden Fall betonen, dass viele von unseren Projekten auch gefördert wurden von Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Peter J. als Projektträger jährlich auch begleitet. Und als Empfehlung kann ich noch eine Blogserie empfehlen, die ich selber auch geschrieben habe. Vor allem deswegen, weil Sie deutlich mehr dort nachlesen können in Ruhe, was ich gesagt habe. Und dort haben Sie auch alle möglichen Links zu Studien, zu unserer Studien, unsere Endberichte, auch zu Studien von anderen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Vielen Dank. Herr Dr. Meara, vielen Dank für diesen Vortrag. Danke Ihnen. Dankeschön.